halten Sie Ruhe für diesen wichtigen Moment. Ich bitte Sie um eine würdige Begrüßung. Auf diesem Gipfel wird über Armut gesprochen. Und hier ist der Kampagnenleiter von Oxfam, Jörn Kalinski. Und der wird dem Gipfel sagen, was für wichtige Themen anstehen und was wir tun müssen, um die Armut zu bekämpfen. Jörn Kalinski, wenn er das Plakat aufgerollt hat, dann kann es losgehen. Herzlich willkommen für Oxfam. Dankeschön. Einen schönen guten Abend, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ich freue mich, dass wir die G7-Staats- und Regierungschefs hier haben und dass sie sich das anhören, was wir zu sagen haben. Für die da hinten, die es nicht sehen können, sie haben nämlich zwei Transparente mitgebracht. Die G7-Staats- und Regierungschefs selber möchten aus der Kohleverstromung aussteigen. Das eine Plakat sagt, Kohle kostet Leben. Und auf der anderen Seite soll das Thema der immer größer werdenden sozialen Ungleichheit auf die Tagesordnung gesetzt werden. Darum fordern die G7-Staats- und Regierungschefs, besser gleich, schließt die Lücke zwischen Arm und Reich. Ja, zum Thema Klimaschutz ist ja schon das Wesentliche gesagt worden. Aber ich möchte noch mal eine Forderung von uns, eine konkrete Forderung an die G7, auch im Hinblick auf die in Paris stattfindende Klimakonferenz am Ende des Jahres loswerden. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig und dringend nötig, dass man kann über die G7 sagen, was man will. Wenn von diesem Gipfel kein energisches, positives Signal für den Klimagipfel in Paris ausgeht, dann ist das eine Katastrophe. Und die G7 sollen den anderen Ländern der Welt nicht vorschreiben, was sie machen sollen, sondern sie sollen mit gutem Beispiel selbst vorangehen. Mit gutem Beispiel selbst vorangehen heißt, dass die Industrieländer, die die Hauptverantwortung für den Klimawandel tragen, auch einen großen Beitrag für seine Eindämmung leisten. Und sie müssen ihre CO2-Emissionen drastisch reduzieren auf null. Und das geht nur, wenn wir, und wir können es, aus der Kohleverstromung aussteigen, wenn wir auf Kohle als Energieträger verzichten. Deshalb, Kohle kostet Leben, unsere Forderung an die G7, raus aus der Kohle. Bis jetzt hören Sie auch noch geduldig zu. Ich weiß nicht, was Sie nachher hinter der Bühne machen werden. Ein zweites großes Problem neben dem Klimawandel, eines der größten Probleme unserer Zeit, ist die immer größer werdende Lücke zwischen Arm und Reich. Die soziale Ungleichheit nimmt zu. Nach der Finanzkrise hat weltweit die Zahl der Milliardäre und Milliardärinnen sich verdoppelt. Zur selben Zeit im Resultat und als Ergebnis der Finanzkrise mussten Regierungen, ob sie es mussten oder nicht, aber die haben es getan, enorme Sparprogramme durchführen, die auch mittlerweile Europa erreicht haben und Europa erschüttern. Und wenn die Sparpolitik so weitergeht, dann wird es in 10 Jahren in Europa 25 Millionen mehr arme Menschen geben als jetzt. Und das dürfen wir nicht zulassen. Aus diesem Grunde fordern wir von den G7, schließt die Lücke zwischen Arm und Reich, besser gleich. Und eine Und im Anschluss werden wir eine Kollegin hören, die aus Griechenland kommt und die uns aus erster Erfahrung erzählen kann, was diese Sparpolitik bedeutet, welches Unheil sie anrichtet.
Ich möchte noch einmal die Zahlen, die Oxfam vor ein paar Wochen veröffentlicht hat, hier wiederholen. Wenn die gegenwärtigen Trends des Auseinanderklaffens zwischen Arm und Reich so weiter verlaufen, dann wird im nächsten Jahr 1% der Bevölkerung genauso viel Reichtum besitzen wie die 99% der Rest. Das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn wir, eigentlich kann man sich das nicht vorstellen, und wenn wir aber in der Skala noch weiter nach oben gehen, dann entdecken wir, dass heute schon die 80 reichsten Einzelpersonen auf der Welt genauso viel Vermögen und Reichtum besitzen wie die ärmere Hälfte der Welt zusammen. Eine Handvoll Menschen, die in einen Reisebus passt, besitzt genauso viel wie 3,5 Milliarden Menschen. Und ich höre schon das Argument, was soll diese Neiddebatte? Das hat mit Neid absolut nichts zu tun. Denn diese Tendenz, ist absurd, sie ist ungerecht, ist obszön und sie ist auch gefährlich. Denn die steigende, wachsende soziale Ungleichheit bedroht den Zusammenhalt unserer Gesellschaften, sie bedroht die Demokratie. Soziale Ungleichheit ist weltweit der Nährboden für Gewalt, für Konflikte und für Extremismus. Und deshalb muss sie bekämpft werden. Soziale Ungleichheit ist aber auch ökonomisch unsinnig. Es gibt Studien, die besagen, dass, wenn es andere Politiken gäbe, die mehr sozial ausgleichend wirken würden, wir eine viel bessere ökonomische Entwicklung hätten, ein größeres Wirtschaftswachstum. Nun kommt es immer darauf an, was man darunter versteht, unter Wirtschaftswachstum. Auf jeden Fall ist die soziale Ungleichheit auch ein Hindernis im Kampf gegen Armut. Und deswegen ist es auch für uns als Hilfs- und Entwicklungsorganisation eine Kernforderung an die G7, besser gleich schließt die Lücke zwischen Arm und Reich. Wir fordern von den G7, dass dieser Zustand, diese extreme Konzentration von Reichtum in den Händen von wenigen, dass er umgekehrt wird. Denn er ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er ist das Resultat von politischen Entscheidungen. Das Resultat von Deregulierung, das Resultat von Steuerregelungen, die dazu führen, dass reiche Personen, reiche Einzelpersonen, aber auch international tätige Konzerne fast keine Steuern zahlen müssen. Und das muss sich ändern. Alleine durch legale Steuervermeidung, die tagtäglich passiert, gehen den Regierungen der reichen Länder, aber auch vor allem der armen Länder, hunderte Milliarden jährlich verloren. Dieses Geld brauchen wir aber. Wir brauchen es, um in soziale Grunddienste zu investieren, in Gesundheit, in Bildung. Wir haben den Kollegen von der GEW gerade gehört. Es kann doch nicht sein, dass die Kita-Mitarbeiterinnen für ihren Lohn streiken müssen und die Regierung sagt, wir haben kein Geld. Das Geld ist da, es muss nur eingetrieben werden. Wenn es aber für uns schon ein Problem ist, in unseren relativ reichen Gesellschaften, dann trifft diese Steuervermeidung die armen Länder, die Entwicklungsländer noch viel härter. Sie werden sich oder ihr werdet euch bestimmt noch an die schrecklichen Bilder aus der Ebola-Krise erinnern. Ein Land, das davon betroffen war und noch ist, Sierra Leone, um nur ein Beispiel zu geben, hat den 6 größten Bergbauunternehmen in seinem Land Steuererleichterungen ermöglicht. Wer immer das ausgehandelt hat, ist eine andere Frage. Aber es gibt für diese 6 größten Bergbauunternehmen Steuererleichterungen, die sind 8-mal größer vom Volumen her, 8-mal größer als das nationale Gesundheitsbudget. Das ist absurd. Ja, und die G7-Finanzminister haben ja vor ein paar Tagen in Dresden auch über die Regulierung der Finanzmärkte gesprochen. Und wir fordern von den G7-Staats- und Regierungschefs, dass
Sie die internationalen Steuerregeln reformieren, und zwar in der Gestalt, dass international tätige Konzerne offenlegen müssen, und zwar Land für Land, wie viel Steuern sie dort bezahlen, wie viel Umsatz und Gewinn sie dort machen. Wir fordern eine Transparenz, eine länderbezogene Offenlegung von Steuerdaten für große Unternehmen. Des Weiteren fordern wir, dass die Konzerne ihre Steuern dort zahlen, wo sie ökonomisch aktiv sind und nicht in Steueroasen ihre Gewinne verschieben. Und als Entwicklungsorganisation fordern wir natürlich, dass die armen Länder bei den Verhandlungen gleichberechtigt mit am Tisch sitzen. Es passiert eine ganze Menge im Rahmen der G20, im Rahmen der OECD, aber gerade die armen Länder sind nicht auf Augenhöhe beteiligt. Das muss sich ändern. So, und zu guter Letzt, natürlich muss ich die Forderung stellen, und ich stelle sie auch bewusst, dass die G7 ihre internationalen Verpflichtungen erfüllen müssen. Deutschland ist meilenweit davon entfernt, 0,7% seines Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. Das einzige Land, was es tut von den G7, ist Großbritannien. Aber es reicht nicht aus, Geld hineinzupumpen, sondern die entscheidende Frage ist, es muss der Armutsbekämpfung dienen und es darf nicht der Exportförderung von Unternehmen und den Profitinteressen der Konzerne dienen. Dankeschön. Applaus